Heute ist der Zentralstreik von Fridays for Future hier in Erfurt. Mich begeistert daran, dass junge Leute Interesse an Politik haben und über einen ganz langen Zeitraum mittlerweile schon diese Demonstrationen vorantreiben und damit artikulieren, was ihnen wichtig ist. Vor circa einem Jahr stand ein Mädchen vom schwedischen Parlament und engagierte sich mit einem Plakat für den Klimaschutz und Umweltschutz. Mittlerweile beteiligen sich daran ganz viele junge Menschen, Hunderte, nicht nur in Deutschland, europaweit. Ja, wir kämpfen als Bündnis 90 Die Grünen seit Jahren, seit vielen Jahren für mehr Klimaschutz, für erneuerbare Energien und für eine Energiewende. Und jetzt haben wir die Chance, das nicht erst in 20, 30 Jahren umzusetzen, sondern durch den Druck von vielen jungen Menschen, die sich in Friday for Future engagieren, da auch Druck in die Gesellschaft zu bekommen, in den anderen Parteien, dass wir den Klimaschutz stärker voranbringen. Und nach den Ergebnissen des Klimapaktes, was uns diese Woche vorgestellt worden ist, kann man eigentlich nur sagen, kommt alle her. Ob Eltern, Großeltern, Freunde, Bekannte, macht euch auf den Weg nach Erfurt, um an dieser Klimademo teilzunehmen. Es ist nicht nur 11:55, ich würde sagen, es ist schon 12:00 und deswegen gilt es, unterstützt die Schülerinnen und Schüler von Fridays for Future als Eltern, als Lehrerinnen, als Wissenschaftlerinnen. Der Klimapakt, das, was man uns vorgelegt hat, kann nicht das Ziel sein. Das ist so unbefriedigend, das reicht vorn und hinten nicht aus. 10 Euro für die Tonne CO2 ist bei weitem nicht genug, um irgendetwas lenken zu können. Geht auf die Straße und setzt ein Zeichen dafür, dass wir endlich für eine wirklich progressive Klimapolitik in Deutschland, in Europa und für diese Welt kämpfen. Denn es ist nicht mehr viel Zeit. Wir müssen jetzt spätestens damit anfangen, tatsächlich die Ziele umzusetzen. Und das ist ein gutes Signal, auch gerade, dass junge Menschen sich engagieren für eine Sache, die ganz wichtig ist für unseren Planeten. Und deshalb freue ich mich, dass wir dazu beitragen können, dass sich im Klima- und Umweltschutz was tut. Deswegen freuen wir uns, dass ihr am 27.09. vor den Landtag kommt und Friday for Future unterstützt und dort eine Großdemo den Politikern sagt, wir haben keine Zeit mehr, mehr Klimaschutz für Thüringen. Deswegen am 27.09. auch in Erfurt, alle auf die Straße für eine bessere Klimapolitik. Ich bin allen Kindern, allen Jugendlichen, allen, die sich heute auf die Straße begeben, sehr dankbar, dass sie für Klimaschutz, für Umweltschutz, für das Morgen demonstrieren. Denn wir wissen alle, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. Am 27.09. bin ich mit dabei, hier in Erfurt bei Fridays for Future.